Hey Leute, und wie ihr wisst, war heute Update-Time bei Battlefield 4. Mir ist zudem gleich aufgefallen, dass mein Antivirus drauf angesprochen ist. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was das Update bringt. Also der Virus war natürlich keiner, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme gewesen von Antivir. Weil mehrere schon darüber beklagt haben am Anfang. So, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob man Änderungen merkt. Zu Beginn hat man schon gleich gesehen, dass ein Match nicht einfach wieder so normal startet, sondern erst nach einem gewissen Countdown. Das ist relativ praktisch. Das macht keiner. Fahrstuhl war auch immer. Okay, da komme ich jetzt nicht hin. Ach, shit. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob diese ganzen Glitches einfach mal gebannt wurden. Zum Beispiel auch der mit C4, wo hier bestimmt bei Metro einige campen. Ah, warum spawn ich jetzt hier? Ah. Okay. Bin da mal gespannt. Und der Patch war jetzt gar nicht mal so groß gewesen. Mit 1,1 GB war das jetzt, ich will mal sagen, schon fast eher mager. Aber wenn dadurch trotzdem alles beseitigt wird, was richtig ins Auge gesprungen ist, soll es mir recht sein. Ich bin auch gespannt, wen wir reanimieren. Es war ja, wenn man einen reanimiert, dass dann... Ah, wie man hier sieht, ist jetzt auch eine Art Timeout angezeigt bei dem Spieler, um ihn zu reanimieren. Ah, nicht übel. Geht doch kaputt, Alter. Ich den Krieg. Okay. Warte. So. Mal schauen, der jemand ist. Oh Mann. Oh, ich wurde reanimiert, jawohl. So. Wir haben die gut in der Gasse. Es könnte, wenn es doof kommt, ein langweiliges Match werden. Gegenseitig, ja, klasse. Aber der Bug, wenn man im Wasser ist, dass man nicht mehr reanimiert werden kann hier in Metro, scheint immer noch zu existieren. Finde ich ein wenig nervig.
erkennt man einfach. Irgendwo hier. Ah, hinter mir. Oh. Dass er mich gesehen hat. Verdammt. Aber okay. Bei einem großen Unterschied. Naja. Hier, nehmt ein paar Granaten. Aber so wie es aussieht, für den Anfang, die Kugeln scheinen besser anzukommen als vorher. Es war ja das große Problem, dass man einfach geschossen hat und die Hälfte der Kugeln gar nicht getroffen hat. Ich hab's mir gedacht. Mann, ich hab's mir noch gedacht. Da liegt. Da ist doch schon einer. Aber okay. Oh, 4 zu 5, das gibt's hier. Aber ich sehe. Den hab ich schon gekriegt. Hockt doch einer drin. Boah. Ah, die Tür wieder. Die Tür. Nee, nee, nee. So. Die ABS wäre wohl hier am besten jetzt. Jetzt, wo ich Midi bräuchte, habe ich natürlich... Ah, jawohl. Kam wie gerufen. Aber so ein kleines, ja, eine kleine Verbesserung merke ich jetzt schon. Vor allem das Handling ist, finde ich, abgestimmter.
Oh, verdammt. Das ist für die kleinen Camper da hinten. Was soll man da schon groß machen? Ah. Shit. Aber wir machen es klug. Jawohl. Immer das Impact. Ja, aber ich bin bisher positiv überrascht. Also, es fühlt sich deutlich besser an als vorher. Etwas irritierend war halt dieser kleine Aufschwung eines Antivirus. Aber da war ja alles okay mit der Datei. Servus. Boah. Nice. Der kleine Camper da hinten hat mich gekriegt. Aber okay. Ah, shit. Kam ich nicht durch, da hat mich einer blockiert. Ah. Aber ich hätte keine Mühe, jawohl. Wieder reanimiert. Perfekt. So. Das ist kleiner Trickster. Das war knapp. Okay. Ach, verdammt. Was kämpft er da rum? Könnte ich jetzt theoretisch was suchen? Ja, blockier mich schon wieder.
Mann, oh Mann. Naja, okay. Gut, Jungs, das war jetzt mal Teil 1 des neuen Updates. Und ich melde mich dann zurück mit einem anderen Video. Also bis dann. Ciao.